Herzlich willkommen zu einer neuen Trailermod-Vorstellung. Ich soll doch endlich mal. Na, da ist er doch, den Aerodynamik-Trailer vorstellen. Und den zeige ich euch hier heute mal. Ne? Ist natürlich Geschmackssache, das ist von Mercedes-Benz. Ne? Aber ich soll ihn trotzdem mal zeigen und ich mache das jetzt heute einfach mal. Ne? Schauen wir uns das einfach jetzt hier mal an. Also, wir haben den. Den gibt es so ein bisschen an Plaste in der Paint und in Chrom. Wir nehmen natürlich die Paint-Variante da, dass sie so als Skin dargestellt ist und auch sehr hübsch aussieht. Wir haben hier drei Achsen und wir haben hier einmal dieses Eurolines Metallic und dann Eurolines eher so in Farbe. Den könnt ihr dann hier nochmal farbig gestalten. Aber ihr könnt ihn auch natürlich so gestalten, nach diesen ganz normal halt nach die, ja, nach die Farben halten. Ne? Kommen wir mal zu den Anbaupunkten. Wir haben hier noch ein paar Sachen mit dabei. Plastik, Paint und so. Alles mit dabei. Hier haben wir noch Stripes mit dabei. Hier, die sehen gar nicht so schlecht aus. Die wollen wir natürlich auch nutzen. Dann hier das auch ein bisschen. Gibt es auch noch verschiedene Teile. Plastik und so. So, und jetzt kommen wir hier schon zu unseren Slots. Wir haben hier Slots. Wir haben hier Blinker transparent. Blinker orange. Dann haben wir hier Pater One Beacon, da muss man ein bisschen gucken, genau was das sein soll. Ach, guck mal hier, sieht er das? Blub, blub, blub. Das sieht witzig aus. Dann. Aha. Alles ein bisschen freaky hier, ne? Das sind praktisch, wenn man dann die Rundumleuchte anmacht, dann schätze ich mal, wird es dann so leuchten. Ne? Sieht zumindest ganz witzig aus. Also ist echt ganz witzig. Und hier habt ihr dann auch zur Not die ganz normalen Blinker in orange, transparent, oder ihr könnt selber Slots wählen. Ich werde jetzt einfach mal die nutzen, einfach mal so zum Testen. Dann, das ist ja auch natürlich alles zum Auswählen. Jetzt mache ich es nicht mehr wieder ausmachen hier. Chuck. Genauso wie das hintere Teil, auch Plastic Paint oder Chrom. So, die Reifen und so, das bleibt alles original, da verändere ich nichts. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so mit dabei haben. Also, ihr habt da auch Full und Half, diese Stripes machen wir Half und dann haben wir hier noch, gibt es verschiedene Custom-Varianten, das heißt, ihr könnt hier Schilder hinmachen, wenn ihr wollt. Das heißt, ihr könnt das skinnen und Firmenlogo hinmachen oder was auch immer. Das finde ich ganz gut, dass es hier mit eingebaut worden ist. Dann hinten die Rückseite vom Auflieger, könnt ihr auch nochmal dementsprechend Plastik, Chrom und Paint abändern. Dann haben wir hier transparent. Farbe nochmal transparent, positionell, was ist hier alles genau? Ach, hier leuchtet natürlich auch mit, ne? Das sieht zumindest ganz witzig aus. Aber da schauen wir uns dann alles nochmal im Nachtmodus genauer an und dann sehen wir es schon. Ne? Auch hier Plastic Paint, Chrom, auch in verschiedenen Varianten und hier gibt es dann noch die Möglichkeit, ein paar Lampen anzubringen. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Wenn wir schon die Punkte da haben, dann nutze ich das natürlich auch. So, und hier unten könnt ihr noch eine Custom-Variante als Kennzeichen machen. Natürlich auch nur, wenn ihr wollt. So, also ihr seht, hier kann man ein bisschen was machen, ein bisschen was dran rumschrauben. Ist immer hübsch. Und ja, das war jetzt praktisch unseren oberen Trailer, den ich jetzt hier genutzt habe. Es gibt natürlich auch noch diese andere Variante, das zeige ich jetzt hier auch nochmal als, Actros, nochmal generell. Da haben wir vorne zum Beispiel schon mal ein Logo drin, das könnte ich auch nochmal ändern. Gibt es auch Plastik, Farbe und so, ne? Und guten Punkt gibt es hier, keine Ahnung. Und das könnt ihr hier auch, ich kann es euch mal zeigen, hier, seht ihr das? Das leuchtet auch. Das lasse ich jetzt hier gleich mal an. Dann könnt ihr hier das nochmal so abändern. Ne? Das funktioniert hier natürlich ganz genauso. Und der Rest ist dann im Prinzip das gleiche. Hier könnt ihr auch nochmal ein Banner hinmachen, finde ich auch ganz witzig. Hier steht sogar der Pfad mit dabei. Schreibt es euch ab und dann könnt ihr hier auch nochmal dementsprechend euer eigenes Logo drauf pflastern, wenn gewollt und gewünscht. Und der Rest bleibt dann natürlich hier alles gleich wie bei dem anderen Trailer, habt ihr ja gesehen. Und da gibt es dann hier keine Neuerungen. Ne? Könnt ihr dann hier ganz normal abändern. Kommen wir nun zum Lichttest vom Trailer. Starten wir mal den Motor. Jetzt könnt ihr hier diese Positionsleuchte an der Seite sehen. Könnt aber, wie schon gesagt, habt ihr ja gesehen, was man alles machen kann. Ne? Das ist mal so Standardlicht hier. Sieht ganz freaky aus. Auch hier die Rückwärtsvariante. Dann hier. Oder der Blinker. Also hier habt ihr
Sieht ganz witzig aus. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten, was ihr hier nutzen könnt. Ne? Ich habe ehrlich gesagt so einen Trailer noch nie gesehen auf der Straße. Klar ist Aerodynamik schon mit so einer Verkleidung, aber so in der Form noch nicht. Ne? Aber ansonsten sieht schon ganz witzig aus. Und hier natürlich, wenn ihr dann diese, das praktisch, wenn ihr die Rundumleuchte anmachen würdet, dann habt ihr dann hier dieses Licht an hier an der Seite. Ne? Sieht zumindest ganz witzig aus. So, dann kommen wir kurz zum Fazit zu diesem Aerodynamik-Trailer, den es in drei verschiedenen Varianten gibt. Einmal als Standard-Paint-Variante, den ich hier nutze. Dann einmal für den Actros. Da habt ihr da vorne dieses beleuchtete Actros-Schild noch an der Stirnwand. Habt ihr ja gerade gesehen. Und es gibt noch einen dritten für den Scania. Da ist ein Scania-Logo dann drin. Ansonsten die Anbauparts bleiben soweit gleich. Ihr habt Chrom-Paint und Plaste. Parts hier zur Auswahl, könnt ihr ein bisschen rumbauen, genauso wie Slots für die Lampen an der Seite, finde ich auch ganz schön. Und natürlich auch die Funktion, damit das hier an der Seite alles so leuchtet. Ne? Ich habe es jetzt hier mal kurz eingeschaltet, aber so sieht man es besser. Sieht zumindest ganz freaky aus. Ne? Und hinten auch das Heck mit diesen Lampen hier, dass es hier nochmal separat leuchtet. Auch alles sieht sehr cool aus. Ne? Auch das Heck hier nochmal ein paar Slots mit dabei. Sieht nicht ganz witzig aus, der Trailer. Und funktioniert, tut hier natürlich soweit alles. Was ihr für Fracht fahren könnt, zeige ich euch hier ganz kurz. Nehmen wir mal einfach mal Frankfurt. Da könnt ihr Fruchtsaftkonzentrat, Holzbalken, leere Paletten, Düngemittel, Erdnussbutter, ja, Ketchup, Getriebe, Reifen. Also typische Standardsachen, würde ich jetzt mal sagen, wie man jetzt einfach mit einem Planetrailer oder so im Kofferaufbau fahren würde. Ne? Also jetzt nichts Spezielles, keine Baumstämme oder so. Sondern hier ganz normale Sachen. Aber der Trailer ist gut. Ich würde fast mal behaupten, er fällt unter den Best-Class-Trailer. Allein schon durch die ganzen Möglichkeiten, die hier gegeben sind. Habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren oder im STS-Forum nachfragen, wenn was ist. Und dann würde ich sagen, Daumen da lassen für den Trailer und natürlich ein Abo für den Kanal da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Aerodynamik-Trailer. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.